Hallo, was machen Sachen? Heute habe ich eine kleine Zusammenarbeit für euch und quasi auch einen Throwback zurück zum Anfang meines Kanals. Der ein oder andere, der wirklich schon sehr, sehr lange dabei ist, erkennt vielleicht das, was ich hinten zeichne oder was ich da halt bearbeite. Das ist einmal das Logo von Monster Mod Germany. Und der Gute hat ein neues Business aufgemacht. Der macht jetzt das, was ich hobbymäßig so 3D-Drucker mache, macht er halt jetzt professionell. Also er hat Ahnung von dem, was er tut. Ich nicht. Das ist bei mir auch nur ein Hobby. Braucht man nicht so viel Ahnung haben, mal lernen mit der Zeit. Er hat Ahnung. Er kann da viele coole Dinge machen und es ist jetzt quasi, wurde ich gebeten, sein Logo zu bearbeiten, passend zu seinem neuen Business für 3D-Drucker. Ich habe auch für euch seine Facebook-Gruppe, wo es halt viel, viel mehr Infos zu dem gibt, was er so tut, auch Beispiele, was er schon so gedruckt hat. Ist voll cool, müsst ihr auschecken. Und seinen YouTube-Kanal habe ich für euch verlinkt, wo dann halt demnächst dann halt natürlich spezifisch Sachen auch kommen für 3D-Drucker. Coole Sache. Schaut unbedingt mal vorbei. Lasst liebe Grüße da. Und ja, gesagt, wenn ihr euch für 3D-Druck und auch das, was drumherum so gehört, interessiert, unbedingt auf die Kanäle gehen und euch das anschauen und quatscht mal mit ihm. Wie gesagt, Facebook und YouTube ist für euch in der Beschreibung verlinkt. Ihr müsst einfach nur drauf klicken. Ist nicht viel Arbeit. Und ja, dann viel Spaß mit dem Video. Generell, was ich hier jetzt eigentlich tue, ich hatte ja das Logo schon einmal gezeichnet. Auch das habe ich euch verlinkt. Unten die Ursprungszeichnung von dem lustigen Stitch-Helm, der ist super süß. Habe ich euch auch mal verlinkt. Den habe ich jetzt quasi nur bearbeitet. Da habe ich jetzt einen Pinökel, eine Düse für den 3D-Druck dran gearbeitet. Und ja, genau, das seht ihr hier im Hintergrund. Das ist halt jetzt, was ich gemacht habe. Ich erkläre einfach, was ich da zeichne. Okay. Ja. Und wie gesagt, es gibt auch einen Link zu einem Video, wo ich das Ursprüngliche auch gezeichnet habe. Es war halt auch cool. Ich hatte mal geguckt, er war tatsächlich einer der ersten Streams, die ich auf YouTube damals noch gemacht habe, war er halt, ja, Teilhabe. Da gab es halt auch noch keine Cam, keine Avatare, da gab es halt nur meinen krude abgefilmten Bildschirm mit meiner Stimme. Ja, hat sich doch ganz schön viel getan. Auch das Video war halt wirklich nur straight abgefilmt, von meinem OBS schneller gemacht, ein paar Sachen rausgeschnitten und halt, ja, dann nichts großartig weiteres dazu. Ist schon mal ein großer Unterschied, wie weit man so auch kommen kann in 2 Jahren, was da alles so passiert. Das ist schon eine coole Sache. Und auch, was er so sein Werdegang. Schaut unbedingt auf seinem YouTube-Kanal auch mal vorbei, wie so sein Werdegang war. Er hat auch schon sehr viel coolen Stuff gemacht. Lohnt sich, vorbeizuschauen. Ich wiederhole, schaut rein. Ja, okay. Dann würde ich sagen, lasse ich euch fürs Weitere jetzt erstmal allein. Es gibt jetzt von meiner Seite halt nicht viel zu sagen. Genießt die Show, genießt etwas Musik und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns später im nächsten Video wieder. Oder vielleicht auf Twitch. Oder vielleicht bei Monster Mod in den Kommentaren oder so. Ja, okay, ja, dann lasst euch entspannen oder so. Bis später.